Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich darf Sie offiziell ganz herzlich begrüßen zu unserer diesjährigen DKE-Tagung hier im Büssing-Palais in Offenbach. Schön, dass Sie alle wieder gekommen sind und den Weg hierhin auf sich genommen haben. Ganz besonders, und es ist eine besondere Freude, möchten wir hier heute Frau Kerstin Jorna begrüßen. Frau Jorna ist Direktorin der Direktion Single Market Policy bei der Generaldirektion in Internal Markets, Industry, Entrepreneurship, SMEs oder auch kurz die DG Growth. Und sie wird uns im Anschluss eine Keynote hier halten. Ich möchte auch ganz herzlich begrüßen unsere Freunde und Kollegen aus Österreich, Herrn Gabriel, Herrn Idinger. Herzlich willkommen, Herrn Jörg Weber aus der Schweiz, und auf meiner Liste steht zumindest auch Bogdan Topic aus der Slowakei. Ich weiß nicht, ob er schon da ist, aber er war zumindest angekündigt. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Ein herzliches Willkommen auch an das Vorstandsmitglied des VDE, Herrn Dr. Hans-Heinz Zimmer, den ja vorausgegangenen Vorsitzenden der Geschäftsführung des VDE, den wir ganz herzlich heute hier auch begrüßen dürfen. Wir haben auch ein bisschen was getan für den Altersdurchschnitt. Es wurde vorhin nicht ganz so deutlich. Die jungen Kollegen sind da noch etwas schüchtern, um aufzustehen. Aber wir haben ganz speziell ich benutze mal den Begriff der IEC, Young Professionals eingeladen. Also die dann doch etwas jüngere Generation in unseren Unternehmen, die sich mit der Normung beschäftigen. Und sie sind zumindest relativ zahlreich hier heute erschienen. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir hoffen, dass wir Sie auch zukünftig im Kreis der Norma willkommen heißen dürfen in unserer Next Generation DKE. Wir brauchen Sie wie nichts anderes. Wir brauchen Ihre Unbefangenheit, Ihren Enthusiasmus, Ihre Ideen, Ihren Willen, auch Dinge mal anders anzugehen, quer zu denken, auch wenn das manchmal vielleicht auf Befremden stößt. Auf unserer Seite der etwas älteren, vielleicht über 50-Jährigen, heißt das wirklich auch, von Ihnen zu lernen, auf Sie zuzugehen. Und vielleicht können wir Ihnen dann auch den einen oder anderen Kniff, was Normung betrifft, auch weitergeben. Ich kann Sie nur alle ermutigen, den heutigen Tag zu nutzen, über den Tellerrand zu gucken. Wir hatten ja vorhin schon einen ganz wunderbaren Einstieg da rein. Ich glaube, das brauchen wir wirklich, neue Facetten aufzunehmen und das Netzwerk weiter auszubauen, lebendig zu gestalten. Das Thema unserer Tagung heißt Normung vernetzt Zukunft, und der Moderator hat es eingangs gesagt, die Zukunft, oder der Film hat es gesagt, die Zukunft beginnt genau hier und jetzt in diesem Moment. Es geht um Vernetzung. Vernetzung ist heute so einfach wie nie zuvor, und das macht sie auch ja ein Stück schwierig für uns alle. Wir erleben das täglich. Einige von uns haben noch den Bildschirmtext erlebt als erstes Online-Medium. Was heute soziale Medien bieten können, ist was völlig anderes, mit einer völlig anderen Geschwindigkeit, Reichweite und Durchdringung. Und da hängt natürlich auch eine große Verantwortung dran im Umgang damit, im Umgang mit dieser Information und diesen Daten. Und die gleiche Vernetzung, wir haben das gerade wieder in dem Vortrag erlebt, passiert natürlich heute in unserer Wirtschaft, in unserer Industrie, das Internet of everything, und auch da hängt eine enorme Verantwortung dran, eben auch wieder im Umgang mit diesen Daten, in der Vertraulichkeit der Informationen, in der Verantwortung, damit umzugehen, was durch Aggregation dieser Daten entstehen kann, welches Wissen oder welche Macht auch sich daraus ergeben kann, und auch in der Verantwortung für die elektrische Sicherheit. Und da werden Sie fragen, was hat denn jetzt elektrische Sicherheit mit dem Datenthema zu tun? Die elektrische Sicherheit, ja, die uns ja alle erstmal vom Kern her treibt als Norma der Elektrotechnik. Ganz einfach, konvergente Technologien und zunehmende Vernetzung führt eben dazu, dass elektrische, funktionale und informationstechnologische Sicherheit überhaupt nicht mehr zu trennen sind. Das ist eins. Und im Kontext dieser Vernetzung und Technologie, Konvergenz bilden letztendlich Normen, überhaupt erst die Basis dafür, dass eine solche Vernetzung entstehen kann. Auch in einer Welt von künstlicher Intelligenz brauchen wir irgendwo noch Rahmenbedingungen und gewisse Schnittstellenvereinbarungen, damit es eben erst zu einer Vernetzung kommen kann. Normen schaffen diese Grundvoraussetzung. Damit diese Normen aber in Zukunft in der vernetzten Welt wirklich entstehen können, müssen wir als Akteure uns interdisziplinär auch vernetzen. Wir müssen lernen, mit anderen Akteuren anderer Industrien, aber auch anderer Normungsorganisationen zu arbeiten, um letztendlich gute Ergebnisse zu erzielen und schneller zu werden.
Ein Beispiel ist in Deutschland die Plattform Industrie 4.0, wo das erkannt wurde, wo sich wirklich Akteure aus dem Bereich des Maschinenbaus, der Elektrotechnik, der Automatisierungstechnik, der Informationstechnologie zusammengetan haben, um zu sagen, wir machen dieses Thema der Digitalisierung der Industrie zu einem Flaggschiff in Deutschland. Ein hoher Anspruch. Wenn der gelingen soll, da muss die Normung auch einiges dazu beitragen und dazu muss sich die Normung neu aufstellen. Sie muss neue Wege gehen. Das haben wir gerade noch mal gehört und ich denke mal, wir sind uns da schon oder wir haben uns da schon ein gutes Stück auf dem Weg gemacht, die Welten des Shopfloor und des Officefloor auch in der Normung wirklich zusammenzubringen. Ein Beispiel ist, dass durch den sogenannten Fulda-Kreis, eine Initiative mal gestartet durch den ZVI und die DKE, inzwischen verbandsübergreifend, durch diesen Fulda-Kreis initiierte Standardization Council Industrie 4.0. Das ist vielleicht das Role Model, das Mustermodell dafür, wie Normung in dieser vernetzten Welt zukünftig funktionieren kann. Wir müssen es noch beweisen, dass es funktioniert, aber ich denke, die Grundlagen dafür sind gelegt. In einem von den Verbänden Bitkom, VDA, VDMA, ZVI, DIN und DKE sowie der Plattform Industrie 4.0 gemeinschaftlich initiierten Organisation, die strategisch an die Plattform Industrie 4.0 angebunden ist, die aber in die Lage versetzt wird, das, was dort als Industriestrategie zur Normung erarbeitet wird, wirklich zu operationalisieren und umzusetzen und dabei neue Wege zu gehen, über die Grenzen der Normungsorganisationen hinwegzugehen, wirklich auch außerhalb der Vollkonsensnormung mit Foren und Konsortien entsprechend zusammenzuarbeiten, mit Testbed-Organisationen wie dem LNI Industrie 4.0 in Deutschland zusammenzuarbeiten, um dann auch in kurzen iterativen Zyklen mit Methoden wie Scrum, in agilen Methoden Standardisierung, Test und wieder neue Standardisierung zu betreiben. Der Ansatz ist da. Wie gesagt, wir müssen es entsprechend umsetzen. Ein weiterer interessanter neuer Ansatz ergibt sich aus der Idee, in einer digitalisierten Wertschöpfungskette auch die Normung einzubinden. Oder mit anderen Worten, dem digitalen Zwilling eines Produktes, der sich in der Engineering-Kette befindet und über den Lebenszyklus immer weiter mit Informationen angereichert wird, einen digitalen Zwilling der Norm gegenüberzustellen, sodass das Produkt schon in seiner Entstehungsphase als virtuelles Produkt gegen die Norm geprüft werden kann. Nein, automatisch sich gegen die Norm prüft. Und das setzt natürlich voraus, dass die Norm in einer formalisierten Form, in einer maschinenlesbaren Form vorliegt, damit das passieren kann. Utopie? Ich würde sagen, nein. Die DKE hat mit Industriepartnern auf der Hannover Messe bereits gezeigt, dass so etwas im Grunde funktionieren kann. Wir müssen es anpacken und wir müssen es angehen. Und im gleichen Kontext werden wir neue Wege der Standardisierung auch im Vortrag von Professor Epple heute hören. Alles Ansätze und Wege, um sich diesen Herausforderungen der neuen digitalisierten Welt wirklich zu stellen und die Erfahrung und das Wissen und die Verantwortung, die wir weiterhin natürlich wahrnehmen müssen, auch erfüllen zu können in der Zukunft. Die DKE hat sich dazu das Programm Normung 2020 gegeben, um sich wirklich diesen Herausforderungen zu stellen, durch den zielgerichteten Einsatz moderner IT-Technologien, Werkzeuge, Prozess- und Organisationsoptimierung. Wir werden auch organisatorisch uns neu aufstellen, um schneller zu werden, um agiler zu werden, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Wir werden neue Werkzeuge anbieten, wie Content-Management, Online-Kommunikation, Normenmanagement. Das alles, um eben auch in Zukunft genau das bieten zu können, was uns ausmacht, nämlich eine gute, konsensbasierende Normung und Standardisierung, die wir auch in Zukunft für die wichtigen Querschnittsthemen weiter brauchen und um unsere Normungsorganisation neben dem Ort, an dem Normung stattfindet in Zukunft, auch zu einem Platz zu machen, über dem Normung über die Grenzen der eigenen Institution heraus organisiert wird, zum, wie die IEC so schön sagt, Home of Industry. Wir sind heute schon vernetzt, wir alle sind heute schon vernetzt. Vielleicht, nein, ich sage bestimmt, sind es in der ganz nahen Zukunft auch unsere Normen. Wir müssen es nur angehen, Normung vernetzt Zukunft. Ich wünsche Ihnen allen einen informativen und interessanten Tag. Viel Spaß beim Networking. Nutzen Sie auch nochmal der Hinweis, die Veranstaltungs-App. Auch das ein neues Tool, das wir in Zukunft öfter verwenden werden. Vielen Dank, dass Sie alle da sind. Nochmal uns allen einen fruchtbaren Tag. Viel Spaß. Dankeschön.